Hallo und herzlich willkommen zum Topspiel der Landesliga West. Der Aufsteiger, die Eintracht aus Bad Kreuznach, empfängt Meisenheim. Erster gegen Dritter. Beide Mannschaften sind extrem offensivstark. Wir erwarten also ein Torfestival. Und so sollte es auch kommen. Dritte Minute, Ecke Bad Kreuznach. Schindel auf Patrick Krieg, 1:0 für den Tabellenführer. Der Aufsteiger mit einem Start nach Maß. Meisenheim geschockt. Danach bestimmt Bad Kreuznach das Tempo. Ulze alleine vor Rettschlag. Es bleibt beim 1:0. Dann die gleiche Situation auf der Gegenseite. Irgendwie kommt der Ball zu Alexander Tietke und er steht allein vor Tschitschewski. Kann den Ball aber nicht im Tor versenken. Bis zur 45. Minute passiert nichts mehr. Und dann das. Fehlpass Meisenheim, Marcel Feig schickt Tim Hulze und der lässt Keeper Rettschlag diesmal keine Chance. 2:0. Kurz darauf geht es in die Pause. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Bad Kreuznach macht das Spiel und kommt immer wieder gefährlich vor das Gästetor. In der 61. Minute ist es dann soweit. Ungenauer Spielaufbau und der bärenstarke Tim Hulze lupft den Ball im Fallen aus gut 23 Meter ins Tor. 3:0 die Vorentscheidung. Im direkten Gegenzug endlich einmal eine Chance für die Gäste. Flanke auf den eingewechselten Leon Gehres, der Ehrentreffer in der 62. Minute. Danach kaum Nennenswertes. In einer hart geführten Partie waren alle schon in Gedanken auf dem nahegelegenen Volksfest. Kurz vor Schluss nochmal Elfmeter. Christopher Ums, Rettschlag hält. Am Meisenheimer Keeper hat es heute definitiv nicht gelegen. 3:1, der verdiente Endstand. Ja, 4 Spiele, 4 Siege. Soll so weitergehen, oder? Ja, wir werden auch wieder Spiele verlieren, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir weiter an uns arbeiten, die Zentrale immer wieder besetzen, dass die Gegner überhaupt nicht ihr Spiel aufziehen können. Denn wenn wir mal über die Mittellinie sind, dann haben wir auf jeden Fall, dann geht da immer was. Ein Glückwunsch zum Doppelpack. Kannst du deine Tore kurz beschreiben, die zustande kamen? Und ja, waren zwei richtige Jahrmarktstore, denke ich, heute. Hat viel gepasst. Ich wollte es beide aufs Tor bringen, dass sie natürlich dann so einschlagen, war natürlich überragend. Okay, jetzt hast du 5 Tore in 4 Spielen. Ja. Geht so weiter? Ich liege gut im Schnitt, ja. Könnte so weitergehen, aber solange wir gewinnen, ist alles in Ordnung. Ziel für die Saison, trotzdem oben weiterbleiben, dranbleiben, ne? Wir haben einen Kader mit einer enormen Qualität. Wir spielen es im Moment nicht gut, wir spielen nicht vielleicht im Kader angepasst. Es gibt aber auch gar keine Ausreden heute. Der Kader hatte hohe Qualität. Da müssen wir draufbleiben. Auch die A-Jugendspieler, die reinkamen, fand ich, haben es gut gemacht. Auch da Kompliment an den jungen Spreizer da hinten drin bei Kreuznach, der in meinen Augen der beste Spieler auf dem Platz war. Ja, wir müssen einfach draufbleiben. Wir gehören unter die erste 4, 5. Und da lassen wir uns jetzt von der Niederlage Bad Kreuznach nicht weghauen.